Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Jo, hey Leute. Jetzt machen wir nochmal einen kurzen Test mit dem Integralhelm und der neuen Scheibe. Also ich bin ja schon mal gefahren, aber wie gesagt, da hatte ich keine Kamera und kein Mikro dran. Mal gucken, wie der das jetzt hier so mit dem Ton macht. Ich fahre jetzt einfach mal da rum. Also im Moment habe ich das hier noch offen. Da ist also von Windgeräuschen unterm Helm nicht so viel zu hören. Jetzt habe ich es mal so ein bisschen was über die Hälfte geschlossen. So noch in Ordnung. Jetzt mache ich mal ganz zu. Na gut, jetzt ist hier natürlich nur 30. Da wird nichts passieren, da kann ich aber aufmachen. Rollerfahrer grüßen. Okay. Da habe ich genau die beste Strecke ausgesucht. Egal, ist wie es ist. Ja, nachdem das Thema Scheibe nun geklärt ist, werde ich mir dann als nächstes, sobald es mal ein bisschen wärmer ist, die Variomatik mal aufmachen, mal gucken. Das stinkt mir da ab und zu nach Gummi, das gefällt mir nicht. Und wenn ich das Ding dann schon mal auf habe und nichts dran ist, dann werde ich natürlich auch gleich mal ein paar andere Rollen testen. Ich will mal die Dr. Pulli Tech oder Tech Pulli oder wie die auch immer heißen. Will ich mal probieren. Die hatte ich selber jetzt noch nie irgendwo verbaut. Ich weiß, dass ein paar von den Quadfahrern damals hatten die Pulli drin und waren begeistert. Ich werde es testen. Da werde ich dann auch die 16 Gramm nehmen. Also ein Gramm leichter wie das, was jetzt original drin ist. Und dann mal gucken. Wo ich auch schon mal überlegt hatte, diese J-Costa Variomatik reinzubauen. Aber da habe ich dann in irgendwelchen Foren gelesen, ja, das wäre eigentlich nicht so gut und so, jetzt haben wir 100 Pro wieder Windgeräusche auf der Kamera, weil jetzt kommt der Wind von der Seite. Und da hilft dann auch die Scheibe nichts mehr. Na, jetzt ist laut im Helm. Also wenn der Wind von der Seite kommt, dann hilft auch die beste Scheibe nichts. Dann hast du einfach mal die Windgeräusche da. Also ich habe mir auch schon Videos angeschaut, da ist, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der hieß, der Kanal. Der hat auch eine Tri-City. Und der hat die J-Costa verbaut. Jetzt würde mich mal interessieren, wie so seine Erfahrungen damit sind. Ja, mal gucken, vielleicht gönne ich die mir dann auch mal irgendwann. Aber ich habe auch schon ein Video gesehen, wo jemand das Ding, das war jetzt keine Tri-City, war eine andere Maschine, aber die wieder
ausgebaut hatte und wieder die normale reingemacht hat. Ja, ich weiß es nicht. Aber jetzt gucken wir es mal mit den anderen Gewichten. Ja, und dann hoffe ich, dass irgendwann schöneres Wetter wird. Dass ich mal ein Wochenende mit dem Ding weg kann. Oder zumindest mal irgendwie 2 Tage da. Könnte man ja mal so in Richtung Ostsee fahren mit Übernachtung. Eine gute Zelt werde ich jetzt noch nicht nehmen. Das ist mir zu kalt. Und deshalb wollte ich hier nachmittags nicht auf die Autobahn. Da ist nämlich Stau bis sonst wohin. Es geht jetzt garantiert fast bis runter zur Schule. Ich nick wenigstens immer mal so ein bisschen mit dem Kopf. Ob die dann zurücknicken oder nicht. Ja. Schmier dann Hochbanane. Das war jetzt ja wie gesagt eh nur ein Test. Wie die Windgeräusche mit dem mit dem Helm funktionieren. Morgen soll eigentlich auch ganz schönes Wetter sein. Mal gucken, vielleicht fahre ich mal irgendwo hin.